Hey ho, meine Lieben, wir sind morgen wieder mal unterwegs. Jawohl, wir fahren zum Alex und wir machen das Käfirfleisch mit einer kleinen Abwandlung. Ich werde die in zwei Beutel einvakuumieren und mit Hähnchenkeulen Unterschenkeln das ausprobieren, wie das schmeckt. Spatzel, komm doch mal her. Nein, Moment, mein Schatz, ich muss gerade das Wasser anstellen, das dauert noch länger als sonst. Bereitet. Weil ich möchte Feierabend machen. Ja, ist schon, ja, 10 vor 11. Hallo. Du machst uns eine schöne Beilage. Ja, ein Nudelsalat. Genau. Und deswegen Sahne, Kefir, Steaks eingelegt, Koteletts, was weiß ich, was das ist. Mit lecker Nudelsalat, ja, von Manu. So ungefähr ist der Videotitel, den überlege ich mir noch. Der steht ja jetzt dann unten drunter. Und jetzt gehen wir in die kleine, aber feine Küche. Ich bereite auf der einen Seite vor, Manu auf der anderen Seite. Ihr schaut ihr auf die Finger und ich mache im Hintergrund. Machen wir das so? Genau. Genau. Gut, Attacke. Tja, los geht's erstmal wieder mit dem Zwiebelschnibbeln. Frau ist natürlich wieder viel schneller als ich. Ja. Und du hast doch die kleineren Zwiebeln. Was Großes? Ja. Ja. Und ja, ihr habt es ja im letzten Video gesehen, wie ich die Marinade vorbereite. Und genauso mache ich das dieses Mal auch. Also da wird es nicht viel Unterschied geben. So Leute, ungefähr ziemlich genauso gewürzt wie das letzte Mal. Und wo ich den Pfeffer letztes Mal neu hatte, wo ich da das Ui oder was von mir gegeben hatte, hat sich als passend erwiesen, ich habe ungefähr genauso viel wieder rein. Habe ich schon drin? Habe ich schon drin. Gut. Ja, aber du kannst mir mal den Kefir jetzt hier reinkippen, bitte. Alles? Ja. Und dieses Mal weiß ich ja, dass das Zeug flüssiger ist. Ich hatte es bloß irgendwie anders in Erinnerung, Leute. Ja. Und das tue ich jetzt eben in zwei Beutel rein. Ja, mal hier. Und da kommen dann direkt die Steaks und die Hähnchen unterkeulen rein. Und ich glaube, ich mache das mit der Kelle. Ja, dann kann ich den Handschuh ausziehen. Na, jetzt habe ich mich doch voll gesaubert. Abwischen. So. Für die Hähnchenteile braucht man nicht ganz so viel. Das wird reichen. Und der Rest ist dann für diesen Nacken-Kammkotelett sind genau. Ja. Und wenn das alles einvakuumiert ist und ja, im Beutel nochmal durchgeknetet, dann hole ich euch wieder dazu. Genau so machen wir das jetzt. Ganz schnell, fix und einfach. Noch mal vorher gucken. Andere sagen auch hierzu Drumsticks, Hähnchen-Drumsticks, optimal. Und die knete ich jetzt auch noch ein klein bisschen durch und dann vakuumiere ich die erste Tüte ein. Und auch in diese Tüte noch ein kurzer Blick. Also das sind ganz schöne Oschis, muss ich sagen. Ja, ich hoffe, dass die Marinade ausreicht. Durch das Einvakuumieren bin ich mir sicher. Das sollte eigentlich wirklich ausreichen. Und schnell auch vakuumieren. Da haben wir jetzt die zwei Pakete. Die kommen jetzt in die Kühlung. Werden dann morgen mit Kühlakkus schön kühl mitgenommen. Ja, und weiter geht's dann mit dem Video sozusagen mit der Manu. Yummy. Die Zwiebeln schon geschnippelt.
Gurken schon geschnibbelt. Nudeln sind auch schon im Wasser. Da geht's nachher hier gleich weiter. So, Nudeln sind gekocht. Zwiebeln habe ich ja schon. Hat mein Schatz ja schon gezeigt, dass ich schon gemacht habe. Kommt jetzt in den, hier rein. Zu den Nudeln. Dann die Gewürzgurke. Hey Spatzel, du hast ja die halbe Speise ausgeräumt. Ja. Von den Sud, von den Gurkenwasser. Gurkenwasser kommt ein bisschen was mit dazu. Mais. Rote Bohnen. Kidneybohnen. Oh, jetzt kriege ich das Glas nicht auf. Soll ich dir helfen? Ja, das wäre lieb, weil ich habe keine Kraft mehr. Bitteschön. Dankeschön. Das ist Booster-Salat. Putzter, ja, gut. So sieht man es besser. Kommt auch mit da rein. Ach, hier ist noch mein rote Boden noch. Was soll denn das alles essen? Glaubst du mal, was hier alles gegessen wird morgen? Erbs und Möhren, die Karotten ein bisschen klein geschnitten. Bisschen. Muss es auch nicht unbedingt. Nudeln habe ich jetzt gemacht, gekocht. Wie ich es nicht vergessen habe. Liegen beim. Gut, so groß sind sie jetzt auch nicht. Erbsen, Möhren, großes Glas. Und ein Glas feine Karottensalat. Der schmeckt sowas von lecker, das glaubst du. Jetzt weiß ich auch, warum du heute noch so eine große Schüssel haben wolltest. Okay, es ist nicht vegetarisch. Remoulade kommt natürlich zweimal rein. Nicht? Was steht da drauf? Hä? Was steht da drauf? Was? Vegetarisch ist es doch. Nein, es ist bestimmt mit Ei drin. Ja, dann ohne Ei wäre es vegan. Ja, ja. Aber vegetarisch ist es noch. Brauchst du die zweite auch? Ja. Oh mein Gott. Toll, und morgen habe ich wieder 5 Kilo mehr, oder was? Natürlich. Ich habe eine Möhre gefunden. Ja, die ist mir in gerade runtergefallen. Bisschen vermengen. Sieht zwar sehr viel aus mit Remoulade, ist es aber nicht.
wenn man zu wenig reinmacht und von Remoulade ist halt, dass es einfach zu viel zu trocken ist. Und das schmeckt mir doch nicht so gut. Sind ja nicht verschwenderisch. Und die Nudeln ziehen ja auch noch ein bisschen Flüssigkeit ein. Und jetzt kommt der. Bisschen mit Maki. Was? Ja. Bisschen mit Maki. Und bisschen Pfeffer. Ich auch. Aber erst nachdem du wieder durchgerührt hast. Ja. Weg mit dem Maggi, das reicht. Ich mag zwar Maggi, aber daran so viel. Geil. Hat noch reingemacht, ist aber noch warm. Ja, deswegen muss er noch eine Nacht durchziehen. Deswegen müssen wir, haben wir zu spät noch angefangen. Jetzt haben wir 23.30 Uhr. Jo. Halb zwölf. Und jetzt geht er in den Kühlschrank, dass er schön die Nacht durchziehen kann. Wenn die Schüssel überhaupt reinpasst. Ja, die wird reinpassen. Okay. Leute, wir sind wieder da beim Alex. Und wer fehlt? Da, Alex. Ja. Wie immer, wenn ich hier aufschlag. Es ist doch furchtbar, oder? Der Kerle. Tja. Ja, dann warten wir mal, bis er kommt. Ja, ganz genau, so machen wir das jetzt. Und ich räume dabei mal mein Werkzeug vom letzten Mal schon mal in mein Auto. Alex, schau mal her. Jetzt erst mal. Servus, grüß dich und hallo. Ah ja, jetzt. Na ja. Wo haben wir da? Ein Kühlpack. Okay. Ui. Alter, nein. Einmal Drumsticks. Was denn? Hähnchen unterkeulen. Jetzt hat Schwarz Deutsch mit mir. Ja! Drumsticks und Kotelett. Geilo. In der besagten Marinade eingelegt. Super. Und dann hat die Wahnsinnige hinter der Cam. Da steht sie. Okay. Einen riesen Packen Nudelsalat gemacht. Ich glaube, ein Viertel hätte auch gereicht. Mein lieber Schulli. So. Guck mal. Einmal. Geil. Tja, dann würde ich sagen, wie ihr es jetzt schon gesehen habt, haben wir es uns in der Werkstatt gemütlich gemacht. Da ist etwas kühler als draußen. Der Grill steht auch schon da, du darfst deine Gasflasche wieder anklemmen. Ja, und dann schmeißen wir was auf den Grill, oder? Wenn du mir sagst, wie man Gasflasche entklemmt, ja, die ist bis jetzt immer angeschlossen. Ja, dann mach mal. Okay. Ich log mich hin und schau zu. Oh je, ich auch, Moment. Ah, dass ich das auch mal hier gemacht habe, zugeschaut, wenn du was schaffst. Ja, du. Zuschauen ist eigentlich immer mein Pakt. Hier steht der Grill jetzt. Normalerweise ist meine große Leidenschaft. Heute wird auf Gas gegrillt. Das habe ich mittlerweile mitgekriegt. Was? Du Zuschauer, du. Na klar. Schön schrubben, Alex. Ich aber Knecht. Ja, ist ja deiner. Okay. Letztes Mal hab's ich gemacht, jetzt bist du dran. Aber du weißt, was das heißt. Ja. Wo sind die Grillhandschuhe? Die hätte 2,49 Euro. Geizkragen. Bei Action 2,49 €, das war mir zu teuer, habe ich gesagt, brauche ich nicht. Mann! Und zum Schluss muss man doch alles selber machen.
Liebe Leute, das stimmt aber nicht. Ich habe das schon richtig sauber gemacht, Kit. Ja, ja, einen alten Scheiß hast du. Das war tipptopp. Oh! So, da tun wir jetzt ein bisschen Öl drauf und reiben das Ganze mit ein bisschen Öl ein. Wieder bissig. Bisschen. Auf Schwäbisch wäre es ein Muckersäckel. Ja? Ja, du riechst gleich so drüber. Ja. Mann! Alex, du benutzt dein Grill zu wenig. Ne, den habe ich das letzte Mal verwendet mit dir zu wenig. Das ist Nachtgriller. Ja, das merkt man. Ja, wenn soll ich sonst noch Griller gehen? Ich bin die ganze Woche beim Arbeiten. Am Abend, wenn du toll kommst? Ich bin Schwerarbeiter. Ich bin Schwer- und Arbeiter, somit Schwerarbeiter. Ach so meinst du das? Ja, ehrlich? Ja. Obwohl, wenn sie mir aufgucken, dann sagen alle, du bist ein Fliegengewicht. Ja, das reicht. Gestern bei der Hochzeit hätte ich mich gefragt, Alex, wie viel hast du abgenommen? Und da sage ich 5 Kilo zu. Ja. Jetzt kommt zu dem schönen Teil. Wir werden jetzt obendrauf die Drumsticks verteilen und unten nebenbei die Steaks vergrillen. Und das Geschickte ist, ich rauche gerade und auch vieles mache. Super. Du kannst nachher Müll zusammensammeln, den hier rumschmeißen. Alina, möchtest du nachher nur Müll zusammensammeln? Nicht? Okay. Oh. Riech mal, riech mal. Mm. Sehr gut. Also das ist jetzt sozusagen auch der Testlauf, ob die Marinade auch für Hähnchen gut ist. Aber die zerfallen ja jetzt schon fast. Geil. Grill habe ich zum Abschrubben auf kleinste Stufe gedreht. Jetzt drehe ich nachher gleich wieder ein bisschen höher. Ja, und dann dürfen die hier schon mal vorbrutzeln. Hier, das werden wir mal entsorgen. Ich sage mal Mitarbeiter. In exakt derselben Marinade wie Steaks oder Kotelett. Ein klein bisschen Knochen hängt an den Teilen noch dran. Also sind es Kotelett. Die schmeißen wir hier jetzt auch mit drauf. Erst einmal 4 Stück an der Zahl. Na, komm raus. Alles nicht so einfach, wenn die Tüte vollgestopft ist. Also 1,5 Kilo war das doch, ne? Irgendwie sowas, ja. Okay. Bei dem Gewicht frage ich, was esst ihr? Letztes war es zu wenig. Nudelsalat, genau. Ja. Und wenn ihr ja wieder einfüllt, ich bin da strenger Vegetarier. Ja, ja. Okay, das klappt. Kuh frisst Gras, du frisst Kuh. Oder wie war das? Genau. So, und jetzt drehe ich die 2 Brennerchen wieder etwas höher. Und dann tun wir ganz genüsslich grillen. Und dann machen wir mal ein Reinguckerle, eventuell die Steak schon einmal umdrehen. Ja gut, 160 Grad haben wir gerade auf dem Thermometer. Also ich sage jetzt immer Steaks, ja, die brauchen. Die können wir schon noch ein bisschen drauf liegen lassen.
könnt ihr auch ein bisschen höher trinken. Aber lieber etwas geruhsamer und Gutes. Boah, Leute, ich habe es mir ja wirklich gar nicht so richtig vorstellen können, aber das Zeug schmeckt mir richtig, richtig geil. Also, der Nudelsalat, brutal geil. Gestern eine kurze Probiererle. Es ist keine Gabel mehr da. Keine Zeit. Heute richtig geil durchgezogen. Aber jetzt schauen wir wieder auf den Grill. Ein kurzer Blick auf den Grill. Einmal umgedreht habe ich jetzt schon. Geil. Die Hähnchenkeulen werden auch so langsam. Die Steaks werden auch. Da drehe ich jetzt noch ein klein bisschen höher. Dass die jetzt noch ein bisschen Farbe kriegen. Tja, und dann können wir schon essen. Der Endergrill ist ein Schwein. Weil jedes Mal da so extrem die Flammen hochschießen, dass die Steaks etwas knuspriger werden als geplant. In der Mitte wesentlich mehr Hitze als außen. Ja doch, aber fertig sind sie. Teller Minor. Oh, danke schön. Ja, ich guck mal, weiche Nummer 1. Ja. Darf ich deinen Teller berühren? Ja. Die Hähnchenkeulen lassen wir weiterhin oben drauf liegen. Jetzt gibt es erst einmal das Probiererle. Haha. Ich habe noch gar nichts gemacht. Weiter. Zack, zack. Ich habe noch gar nichts gemacht. Dann mache ich ja das Probiererle, ja? Ja, dann machst du das Probiererle. Oha. Und wie kommt... Ja, rutscht mir doch der Bugel und da ist das geil. Ist mal richtig klasse. Und ich komme schnell hier rüber und schiebe mir auch ein Stück in den Hals. Aber wirklich, eine klasse. Mhm. Alles da drin wäre gelogen. Und das Ganze jetzt nochmal mit Nudelsalat. Perfekte Abstimmung. Ja, nachher auf alle Fälle noch vom Hähnchen auch noch mal eine Probiererle. Soderle, und dann wird es Zeit, dass wir mal nach den Hähnchenteilen gucken. Hoi, ja, ich würde mal sagen, die sehen gut aus, die sehen fertig aus. Die können wir auch verspeisen, yummy. Dankeschön. So, dann drehen wir den Grill komplett runter. Ach komm, hauen wir sie gleich ganz weg. Ja. Alex steht auf dunklere Sachen. Das wissen wir ja. Boah. Eins habe ich noch. Wer will das? Du. Hähnchen. Ja, nein. Nein, wer? Ja, nein, vielleicht. Du das noch. Dann machen wir dabei den Grill aus. Und nachher werden wir wieder Hunger bekommen. Lass doch weiter, Gas ist voll. Ach, nix. Gas sparen muss man. Ach so, Mann. Dann gucken wir mal, wie das Ganze auf dem Hähnchen ist. Heiß. Oh. Eis. Verbrennt sich Koscher und ja. Fänger. Es muss ja mindestens einmal im Video wieder sein. Natürlich. So.
Nur weil ich die Keule so schön anknattern wollte. Machen wir es halt so. Auf dem Hähnchen kommt es auch sehr gut. Butterzart. Geil, Omar. Ach, verbrennst du dir auch gerade noch die Gosch? Ja, aber bloß ein ganz blödes bisschen. Weil ich weiß, wie man abkühlt. Oh. Warte, ich habe jetzt die Bedienungsanleitung. Er schneidet man sich ein Stück runter. Ja. Dann nimmt man das Nein in den Schnösel. Und dann macht man. Oh, ist das ein Vogel. Nix, du bist auch satt? Nein, ich bin nur hungrig. Natürlich, ich bin satt. Warte mal. Also da hinten, da hinten ist noch das Fleischpaket, der Rest. Tu das doch bitte in die Gefriere rein. Schön eingefrieren. Sobald ich wieder Kräfte beieinander habe, dann werde ich runterspringen wie eine junge Kazelle. Aber jetzt gerade bin ich so satt gefressen, ich kann mich nicht einmal bewegen. Ja, und dann tun wir das nächste Mal, wenn ich wiederkomme, haben wir gleich was zum Grillen. Genau. So Leute, dann würde ich mal sagen, sprechen wir jetzt noch das Schlusswort, bevor wir hier komplett zusammenbrechen. Stehen Sie mal auf hier, stehen Sie mal da hinten auf hier. Oh, halt, warte mal, ich muss aufstehen. Ich soll jetzt nicht mitleidsvoll rüberkommen, aber. Oh. Ja, so vollgefressen wieder. Ja. In der Welt habe ich eine strenge Diät gemacht. Ich habe wieder. Nein, ich habe eine Brotdiät gemacht. Ich habe alles gestern außer Brot. Ja, ja. Ja, Leute, was soll ich sagen? Es war lustig hier wieder. Definitiv dieses Mal alles zum Grill mitgebracht, bis auf den Grill. Naja, Manu, dein Nudelsalat hat mir hervorragend gemundet, spitzenmäßig gemacht. Das ist schön. Richtig geil. Alex. Egal ob Nudelsalat oder dein Fleisch oder Hähnchenkeuler, alles tipptopp. Joch. Also ganz ehrlich, liebe Leute, besser kann man es nicht machen. Richtig. Danke dir, danke dir. Tja, in dem Sinne sage ich Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Und ja, wir sehen uns. Tschüss. Ja, guck mal, den Wackelarm, der wackelt in der Gegend rum.